Anita Protti und Marcel Schelbert. Hürdenlegenden mit Stehvermögen. Schweizer Meisterschaften 2021 in Langenthal. Lo Hoffmann verteidigt ihren Titel vor den aufstrebenden Juniorinnen und zementiert ihren Status als zweitschnellste nationale 800-Meter-Läuferin aller Zeiten. Vor 31 Jahren, ebenfalls im Langenthaler Stadion Hart, darf sich eine andere Romance mit dem gleichen Attribut schmücken. In ihrem kraftvollen Stil spurtet Anita Protti an Sandra Gasser vorbei und durchbricht als zweite Schweizerin überhaupt die 2-Minuten-Schallmauer. Für Spektakel sorgt die extrovertierte Lausannerin allerdings nicht primär über 800 Meter, sondern über die Stadionrunde. Dank ihres immensen Stehvermögens, das die Lokalmatadorin auch bei Atletissima auf Rang 2 trägt. Ob mit oder ohne Hürden, auf der Zielgeraden zählt die von Hans-Rudi Herren trainierte Powerfrau zu Beginn der 90er Jahre zur absoluten Weltklasse. August 1990, Weltklasse Zürich, 400 Meter Hürden der Frauen. Jetzt kommt sie bereits. Das muss eine Bombenzeit geben für Anita Protti, die jetzt auf 16 Schritte gewechselt hat. Anita Protti, 2 Hürden vor dem Ziel. Die gewinnt dieses Rennen, da können Sie sicher sein, aber achten Sie auf die Zeit. Schweizer Rekord von Anita Protti, 54,56. Und Protti gewinnt in 54,72. Der einzige Sieg einer Schweizerin am heutigen Abend in 54,72. Um 16 Hundertstel liegt sie über ihrem eigenen Schweizer Rekord, den sie in Seoul vor 2 Jahren beim Olympia-Halbfinale aufgestellt hat. Unwahrscheinlich! Sie ist, das muss man ganz einfach jetzt festhalten, sie ist die große Favoritin für die Goldmedaille bei den Europameisterschaften. Da. August 1990, Europameisterschaften in Split, 400 Meter Hürdenfinale der Frauen. Im letzten Rund hat sie sich als bisher letzte Schweizer Siegerin verewigt. Mit der furios gestarteten Sowjetrussin Tatjana Ledowskaja vermag die 26-jährige Kämpfernatur allerdings nicht mitzuhalten. Einmal mehr muss Protti auf ihr Stehvermögen bauen, mit dem sie ihr technisches Manko wettzumachen versucht. Jawohl! Silbermedaille für Anita Protti, die damit gleich wie mit der anderen im Jahre 1969 und 71 eine Silbermedaille gewinnt, die dritte in der Geschichte der Schweizer Leichtathletik an Europameisterschaften. Die Auszeichnung darf die Sportlerin des Jahres 1990 von ihrem Landsmann Jean Frauenlob in Empfang nehmen. Der einstige Präsident des Schweizerischen Amateur-Leichtathletikverbands gehörte neben dem ehemaligen Langhürdler und European Athletics-Präsidenten Hans-Jürg Wertz zu den einflussreichsten Schweizer Sportfunktionären. Anita Protti konzentriert sich derweil auf ihre Laufbahn auf der Rundbahn. In Lausanne senkt sie den in Genf erzielten 400-Meter-Rekord um 0,01 Sekunde auf 51,32. Erst 2017 und 2018 gelingt es Lia Sprunger beim Resisprint International in La Chaux-de-Fonds, Protis Bestmarke zu knacken. Unter dem Hallendach bedarf es gar einer europameisterlichen Leistung von Sprunger, um ihre Wartländer-Disziplinenvorgängerin zu entthronen. März 1991, Hallenweltmeisterschaften in Sevilla, 400-Meter-Final der Frauen. Troisième et Médaille de Bronze représentant la Suisse, Anita Protti. 2 Jahre nach Rang 3 an der Hallen-EM 1989 jubelt Anita Protti auch an den Indoor-Welttitelkämpfen über die Bronzemedaille. Ihre 51,41 bedeuten damals ebenso Landesrekord wie ihre 54,25 über die 400 Meter Hürden, aufgestellt im WM-Final von Tokio vor 30 Jahren. Hinter Welt- und Europameisterin Ledowskaja, der späteren Olympiasiegerin Sally Gunnell und den starken US-Amerikanerinnen erreicht die Swiss Athletics History Makerin den 6. Platz. Auch hier ist Europameisterin Lia Sprunger als WM-Vierte inzwischen an der EM-Zweiten vorbeigezogen. Während Anita Protti 1997 zurücktritt, rückt mit Marcel Schelbert ein weiterer Hürdenstar ins Scheinwerferlicht.
1999 wird zum Traumjahr des Schweizer Sportler des Jahres. Den Auftakt macht die Universiade in Palma de Mallorca. Im Halbfinale unterbietet der 22-jährige BWL-Student erstmals die 49 Sekunden. Im Finale überholt er auf der Zielgeraden das halbe Feld und senkt den eigenen Schweizer Rekord auf 48,77. Nur einen Monat nach der Bronzemedaille folgt bei Weltklasse Zürich der nächste Exploit. Angetrieben vom Heimpublikum stürmt der LZZ-Athlet auf den finalen Metern noch auf den dritten Platz. 48,52 Sekunden bedeuten für den Schützling von Andreas Hediger erneut Rekord. Aber noch nicht das Ende der Fahnenstange. August 1999 Weltmeisterschaften in Sevilla, 400 Meter Hürdenfinal der Männer. 8 Jahre nach Anita Protti wächst in der spanischen WM-Stadt Sevilla abermals ein Schweizer Leichtathlet über sich hinaus. Wie schon an der Universiade liegt Marcel Schelbert in scheinbar aussichtsloser Position, als es über die letzten Hürden geht. Und jetzt kommt Marcel Schelbert wieder mit einem riesen Endspurt. Jawohl! Erster Mori und für Marcel Schelbert, das will ich dann sehen, könnte sogar noch Dritter sein. Was für ein Wimpernschlag-Finale, was für ein Drama, was für ein Hoffen und Bangen. Schelberts Landesrekord von 48,13 Sekunden reicht sogar fürs Podest, was der WM-Dritte indes noch nicht weiß, als er zum Interview mit Peter Minder schreitet. Dann die Erlösung. Hey! Ja! Und schließlich die Bronzemedaille, bevor der nächste Einsatz auf Schelbert wartet. Dieses Mal mit der 4x400-Meter-Staffel, betreut von Peter Haas. In der Besetzung Laurent Clerc, Matthias Rusterholz, Alain Rohr und Marcel Schelbert verpasst das Quartett zwar die angestrebte Finalqualifikation, doch mit 3 Minuten und 2,46 Sekunden resultiert ein immer noch gültiger Schweizer Rekord. Für Teamleader Matthias Rusterholz ist es der letzte Auftritt mit der Nationalstaffel. Seinen größten Erfolg feierte der Viertelmeiler 5 Jahre zuvor. August 1994, Europameisterschaften in Helsinki, 400 Meter Final der Männer. Auf Bahn 1 gestartet, rollt Matthias Rusterholz das Feld von hinten auf. Etwas, das dem feingliedrigen Appenzeller vom TV Herisau behagt. Auf der Schlussgeraden überrascht er nicht nur seinen persönlichen Trainer, den damaligen Leistungssportchef Peter Schläpfer, hiermit Hallenrekordhalter Alain Rohr, sondern auch SRF-Kommentator Peter Tobler. Vorne Black und Ladescio, die beiden Briten. Das wird ein britischer Doppelsieg, wie erwartet, aber Ladescio ist im Augenblick vorne. Und Rusterholz auf Platz 3! Rusterholz mit einer Bronzemedaille! Wer hätte das denn gedacht? Juli 1996, Atletissima Lausanne, 400 Meter der Männer. Wer den nationalen Rekord 1995 in Bellinzona auf 45,24 fixiert, träumt eines Tages von der 44er-Zeit. Im Stade Olympique de la Pontesse ist es soweit. Der heute 50-jährige Matthias Rusterholz bleibt in 44,99 als erster Schweizer unter der magischen Grenze. Ein Vierteljahrhundert später geht in Tallinn ein neuer Stern auf. Wetten, dass die 45 Sekunden auch für Ricky Petrucciani bald fallen werden?